Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freddys Fernfahrerwoche. Es gibt was Neues zu sehen. Ich drehe mich mal um. Achtung. Tada! Heute bin ich nämlich am Rübenfahren. Also nicht ich. Ich bin auf dem Beifahrersitz, aber ein Kumpel von mir, der fährt immer mal wieder Rüben. Und da habe ich gefragt, ob ich nicht mal mitkommen kann. Das hier ist die sogenannte Maus. Also das gelbe Monster da. Es steht auch Maus drauf hier. Eine Europa-Euro-Maus. Und mit der kann man eben am Feldrand überladen. Also die Zuckerrüben werden vom Rübenroder hier auf so einen Haufen getan, auf einen Haufen abgeladen und dann eben mit Hilfe von der Maus übergeladen. Also sie zieht die Rüben hier so rein auf so einem Band und transportiert die dann in der Maschine über das Vorderband da oben in den Aufreger rein. Ich werde heute, jetzt habe ich schon saudreckige Schuhe. Ja, hier, man sieht's. Als ich mein Studium angefangen habe, da war so im ersten Semester gleich eine Exkursion zur Südzuckerfabrik. Und da habe ich das Ganze eigentlich schon mal gesehen. Aber ich bin da nie mit den LKWs mitgefahren. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht ist es so doch nochmal interessant, auch für mich selber natürlich und natürlich auch für die Zuschauer, wenn es sowas zu sehen gibt. Die dahinter steckt, ist natürlich schon immer ganz interessant. Den Rübenroder wird man heute leider nicht mehr sehen. Der fährt hier nicht mehr rum, soweit ich weiß, müsste ich aber noch mal nachfragen. Jetzt steigen wir mal ein in die gute Stube. Kollege ist schon am Steuer. Jetzt kannst du dich mal vorstellen und Hallo sagen. Ja, hallo. Hallo, ich bin der Alex. Ich bin nämlich der Alex, richtig. Der ist hier mein Chauffeur das heute. Wohl. Also er hat ja hier sogar die Ablage. Das ist natürlich höchst. Ich war noch nie in diesem Antos. Nee, Axo, Arox. Arox. Arox ist es heute. Kein Bett? Nee, kein Bett. Werden wir voll oder nicht? Ja, wir werden voll. Okay. Der kriegt vielleicht sogar alles drauf. Dann drauf. Aber natürlich 40 Tonnen. Natürlich maximal. 40 Tonnen maximal fahren wir heute. Vom Volumen her dann noch mehr gehen. Fertig mit Laden. Jetzt geht's zur Zuckerfabrik. Stimmt's? So sieht's aus. Vorbildlich hier. Anschnallen. Anschnallen, richtig. Und man fährt halt immer viel auf so Gammelweg. Gammelweg. Den auch relativ. Also der geht noch. Einer der besten ist, den wir hier so fahren. Ich habe natürlich für die Action gehofft, dass wir richtig über so Matschwege fahren müssen und so mit Festfahren. Aber heute wird es wahrscheinlich nicht geben, oder? Außer nachher an dem anderen Haufen. Das könnte sein. Man weiß es noch nicht. Immer wieder eine Überraschung. Ja, mal gucken, ob wir da runterkommen. Da. Ah ja, sieht gut aus. Wollen wir da runterfahren. Ist übrigens auch hier Hightech, denn das Ganze läuft hier auch, oh, ich weiß nicht, sieht man das so? Man kann das hier so, da kann ich jetzt auch ein bisschen rumspielen, ohne dass was kaputt geht. Und dann kannst du gucken, wo der nächste Haufen ist. Genau. Wenn das ein bisschen kleiner zoomst, dann findest du den noch irgendwo eingezeichnet. Grün, oder? Nee, LKW. Das ist der nächste LKW. Du musst noch ein bisschen kleiner machen. Da, grün, groß. Da. Siechenweg. Klein. Das ist natürlich nicht schlecht. Also hast du da dann alle anderen LKWs, die so durch die Gegend eiern? Die sind da auch dann drauf. Genau, die, wo da zu der Lademaus fahren, die sehe ich auch. Wunderbar. Aber wir sind 16, ja. Wir sind 16, ja. Wir sind halt der rote Punkt. Ja. Und die Maus fährt jetzt dahin? Die fährt jetzt darüber zu dem nächsten eingezeichneten. Okay. Natürlich nicht schnell. Erleichtert das alles ein bisschen. Sonst kommt halt Bauernnavigation. An den Tannenbäumen links. Und dann durch den Wald und die vierte rechts. So, gell? Richtig. Aber geht auch. Gegenseite auch, aber seit diesem Jahr sind wir da Hightech mit diesem Fahrpilot unterwegs.
Und die LKWs laufen 24 Stunden, ja? Genau, 24 Stunden von Montag bis Samstag, 6 Tage. Von September bis Januar. September bis Januar normal, ja, dieses Jahr nicht, weil es zu trocken war. Ja. Aber ich muss sagen, hier, der Arox, ich habe mir kleiner vorgestellt, dachte ich. Da ist auch kein Bett und so. Also man kann seinen ganzen Scheiß einfach den reinpfeffern. Einfach ohne Ordnung. Ja, genau. Und natürlich hier auch alles schön dreckig und so, wie es sich gehört für so ein LKW. Ich habe sogar meine Drohne dabei. Aber bei dem Wetter kann ich wahrscheinlich nicht fliegen. Der Auflieger ist so ein ganz kurzes, ich weiß gar nicht, wie lang ist der? Der Auflieger? Also ist auf jeden Fall keine 13,60 Meter normal. Sattelauflieger, sondern ist deutlich kürzer. Und man kann praktisch entladen, ohne aussteigen zu müssen. Also ich weiß nicht, da ist so ein Knopf wahrscheinlich. Leute, ihr habt da meine Notverriegelung. Nein, jetzt nicht drücken. Ja, ich habe auch außen extra noch eine Notverriegelung und okay. Den muss ich erstmal öffnen. Dass okay, ich also du musst doch einmal aussteigen. Einmal aussteigen muss ich, okay. Aber okay. Vor der Entladung. Ja. Wir haben abgeladen. Jetzt kann man hier mal den Auflieger besichtigen. Der Alex zeigt uns jetzt mal das schöne Gerät. Dieses schöne Gerät. Also ein Kempf Auflieger ist der Aufliegerhersteller, gell? Richtig, richtig. Mit Lenkachse. Muss ich hier noch schön. Lenkachse und Liftachse. Lenk- und Liftachse. Und genau. Wie vorher schon gesagt, extra kurz, dass man auch auf Feldwegen genau. Überall um die Ecke kommt. Und zum Abladen hast du dann, ja gut, da ist jetzt kommt jetzt natürlich das Wasser raus vom Abspritzen. Also das heißt tatsächlich Abspritzen. Also wenn man hier entlädt, weil der mit einem Wasserstrahl entlädt, der Typ, der das macht, das ist der Abspritzer. Und das Betreten der Abspritzung ist verboten. Also man muss da schön im Fahrzeug bleiben, genau. Und du kannst ja von der Kabine diese Verriegelung hier aufmachen. Diese hier vermute ich mal, oder? Ja. Und du, der Sicherungsstift. Zylinder. Ja, natürlich ein bisschen Pneumatikzylinder, dunkel, aber gut. Mehr oder weniger siffig sind. Und der Sicherungsstift für die Sicherung, wo ist der? Oder der steckt muss? Hier da, der kleine Stift. Ich beleuchte das Ganze mal hier mit meinem Special Effects Beleuchtungsteam ist nämlich auch dabei. So, jetzt kann man den passieren. Stift rausziehen. Genau. Dann kann nämlich dieser Zylinder ausfahren. Ah, okay. Und dann geht die Verriegelung auf. Aber der Rest vom Aufleger, hinten kannst du bei dem dann gar nicht abladen, oder? Von hinten? Ne, hinten ist einfach zu wahrscheinlich. Ja, Tatsache. Nicht mal eine Tür. Nee, gar nichts. Einfach zu. Hier auch nochmal 16, ja, also gehört alles zusammen. Und der Aufleger gehört jetzt euch, gell? Aber gut, genau, hier gehört die ganze Zugmaschine jetzt. Der ganze Zug Aufleger. Euch, aber normalerweise ist Aufleger gehört praktisch der Genossenschaft und Zugmaschine wird auch gemietet. Genau. Ja, fahren wir weiter, oder? Keuzeit. Rübezeit. Und ich dachte erst, die Felgen sind schwarz lackiert, aber sind einfach nur dreckig. Ja, wo steht denn die Mausi? Irgendwo links. Links, okay. Aber ein Stück drin, da weiß ich nicht, ob es von außen ist. Sind jetzt nämlich hier schon wieder auf dem Weg zum Laden, nicht zur Ladestelle, Überladestelle, wie auch immer. So im Dunkeln ist halt schon ein bisschen scheiße, gell? Ja, im so, Dunkeln, wenn man da die Feldwegabfahrt sieht. Die richtige Feldwegabfahrt finden, ist immer die Kunst. Vor allem, weil mein GPS-Punkt immer ein bisschen hinterher ist. Aber das sieht doch so aus, oder? Ah, ne. Doch, da steht schon. Dass ich richtig bin. Fahren Sie etwa ohne Gurt? Ja, geht, durchaus. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Mich da besser auf die Straßenbegebenheiten zu konzentrieren. Außerdem sind wir auf dem Feldweg. Ja, stimmt. Immerhin hat er gewartet. Ne? Ja doch, großzügig.
ganzen Ding. Ah, das reicht überhaupt. Ich habe einen kleinen Auflieger. Ah, da war schon. Keine 18 Meter lang. Ja, auf solche Wegen, da lohnt sich das tägliche LKW-Waschen auch nicht. Nee, das lohnt sich tatsächlich nicht. Dann lieber schwarze Felgen. Ach, da ist ja. Ach so, ja, der Kollege ist noch nicht fertig. Ja, der war nicht fertig. Hatte jetzt das Navi gesagt, du musst so rumfahren oder dein Tablet so, halt? Hat es gesagt, ich soll so da rumfahren. Dann kann ich nicht vorne da rausfahren. Aber das ist auch doch ein ganz schön schmales Weg. Ja. Hast du eine Pause? Nee, ich hätte sie ja eigentlich. Hast du mitgekriegt? Unfall in der Abfahrt mit der Folge. Neu geabgeertet. Nochmal hier meine Schuhe vom Dreck befreit. Oh. Juhu. Und sogar eine neue Strecke. Unfall. Auto so machen, ich so machen. Unfall. Glatt und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber Unfall. Hat mich jetzt wieder rausgelassen, ich gehe jetzt nach Hause. Er hat noch ein bisschen Schicht. So, man sieht mich jetzt natürlich nicht. Stelle ich mich mal hier ins Licht. Oh, das war ja ein richtig kranker Reim. So, jetzt mal gucken, ob man hier was erkennt. Ah, vielleicht so rum. Ja! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mal hier wieder ein kleiner Einblick in wieder was Neues. Es war nur relativ kurz. Leider konnte ich halt das Entladen nicht filmen, aber die Beladung und sowas hat man ja gesehen. Also, ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen und wir sehen uns zur nächsten Folge Freddys Fernfahrwoche oder was auch immer. Dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Macht's gut, bis dahin. Haut rein. Ciao.